Good morning Leute, willkommen zu einem neuen Vlog, zu einem neuen Full Day of Eating. Und checkt mal diesen coolen Weihnachtsbaum hier im Hintergrund ab. Ist der nicht wunderschön? Yes Leute, wir haben nämlich Weihnachten und ich finde die Weihnachtszeit immer richtig gut. Nicht nur wegen dem coolen Essen, sondern auch weil man mit der Familie ja, Zeit verbringen kann, mit Leuten, die man mag, zusammensitzen kann, weil die meisten ja frei haben. Und natürlich auch wegen dem Essen, ich gebe es zu. Ich bin jetzt aufgestanden, mache mir jetzt mein kleines Frühstück und dann geht's an die Arbeit, ganz klar. Aber ihr seid dabei, let's go! Yes, Leute, es gibt sogar wieder Kaffee, gab es lange nicht mehr. Das letzte Mal, glaube ich, ja, vor 2 Wochen. Ich trinke aktuell vielleicht eine Tasse im Monat oder vielleicht auch 2. Keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch irgendwann, aber aktuell ist es wirklich extrem selten. Außer in der Wettkampfdiät, dort habe ich, glaube ich, fast jeden Tag Kaffee getrunken. Also in der letzten Woche, in den letzten Wochen. Dort war der Kaffeekonsum dann jeden Tag eine Tasse. Aber ansonsten, ja, wenn ich keine Lust auf den Geschmack habe, dann trinke ich auch keinen Kaffee. Ich bin nicht so drauf angewiesen irgendwie. Aber heute hatte ich Lust drauf und ich habe so eine coole Tasse, so eine coole Weihnachtstasse. Und dann dachte ich mir, ich mache mir mal heute Kaffee. Also Freunde, Frühstück besteht aus einem Apfel, esse ich fast jeden Tag, schmeckt mir auch richtig gut, also warum nicht, einem Eiweißshake hier, ne? Und Kaffee in dieser wunderschönen weihnachtlichen Tasse von Milka. Leider keine heiße Schokolade drin, auch wenn es fast so aussieht. Aber ich will mir die Kalorien ja natürlich für spätere Mahlzeiten aufsparen und so. Eine heiße Schokolade schmeckt zwar richtig gut, aber ist es meistens dann doch nicht wert, wenn man jetzt kein Gebäck dazu hat. Ich meine, hätte ich jetzt so ein geiles Croissant oder so, würde ich mir vielleicht überlegen, sowas zu machen. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Aber so auf keinen Fall. Dann lieber doch ja die Kalorien einsparen, denn Kaffee hat an sich keine Kalorien. Also ich track's nicht wirklich. Jetzt muss aber noch einiges erledigt werden, wie zum Beispiel E-Mails beantworten von Klienten, die ich coache, aber auch Muskelpedia-Sachen etc. pp. Ich habe am Morgen immer relativ viel zu tun, aber ich mache am liebsten am Morgen immer das Wichtigste zuerst, damit es schon mal weg ist, damit man ein bisschen freier ist, sage ich mal, den ganzen Tag über. Also ich gönne dir das Frühstück, mache meine Arbeit und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Fertig mit den ganzen E-Mails, mit den ganzen Nachrichten. Es hat mich jetzt ungefähr 2,5 Stunden gekostet, damit ihr ungefähr wisst, wie lange das immer so dauert. Es dauert manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, ob es ein Tag ist, wo viele Leute reporten, ihre wöchentlichen Updates also mir zuschicken, aber ansonsten so grob 2,5, 2, 3 Stunden, je nachdem halt, ne? Jetzt, meine Freunde, geht's auf jeden Fall ins Training. Bin auch schon umgezogen und befinde mich in meiner Trainingswoche nach der Deload-Woche. Und die Deload-Woche war eigentlich die erste Woche, in der ich ein bisschen weniger hart trainiert habe, sage ich mal, nach dem Wettkampf. Ich habe eigentlich durchtrainiert und der Wettkampf ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 6 Wochen her vielleicht. Es kommt mir so vor, als wären es irgendwie 5, 6, 7 Monate, aber es sind echt nur 5, 6 Wochen. Richtig krass, also keine Ahnung warum. Übrigens, kleines Statement zum Muskelpedia und ProBro. Also ich gebe weder 50% noch 25% noch 10% an die ProBro AG ab. Und warum ich dazu kein Statement mache? Ganz einfach, ich habe dazu keine Lust. Und wenn ich dazu keine Lust habe, dann mache ich das Video auch natürlich nicht. Denn diese ganze Plattform, Brosip Fitness oder keine Ahnung, mein YouTube-Channel, ist eben nicht eine Beef-Plattform. Mir geht es darum, Leute zu motivieren, Leute zu inspirieren oder zu unterhalten. Und da gehört Beef meiner Meinung nach nicht dazu. Und wenn du eben Bock hast, diese Beeferei dir anzugucken, dann würde ich dir RTL 2 oder RTL empfehlen. Da läuft immer sowas zur Mittagszeit oder auch andere YouTube-Channels. Und dort kriegst du dann deine Dosis Beef ab. Aber wie gesagt, meine Plattform soll sich eben nicht darum beschäftigen. Es soll darum gehen, dass ich euch irgendwie Tipps geben kann, euch motivieren kann oder euch einfach nur unterhalte und vor allem Inhalte bringe, die ich auch selber gerne schauen würde. Und da ich kein Interesse habe, mir sowas anzugucken, mache ich auch eben diese Videos nicht. So einfach ist es. Zumal ich eh gar nicht involviert bin. Wozu soll ich ein Statement machen? Ich bin doch gar nicht genannt worden, ich bin doch gar nicht involviert und dementsprechend, also in diese ganze Beef-Geschichte, dementsprechend macht es auch gar keinen Sinn, dass ich ein Statement dazu mache. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Training. Ich gönne mir jetzt ja eine richtig coole Einheit und danach gibt es Mittagessen und ich glaube, ja, es gibt wieder Quark, ganz ehrlich. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich will real bleiben. Also ich will jetzt nicht extra einkaufen gehen und Sachen zusammenschustern, die ich im Endeffekt eh nie alleine essen würde, sondern nur damit das Video ein bisschen abwechslungsreicher ist oder sonstiges. Es geht ja um ein Full Day of Eating, also das, was ich esse und keine Ahnung, ich esse jetzt meistens
einen Shake zum Frühstück zum Beispiel. Ab und zu mache ich mir einen Porridge, ab und zu mache ich mir Pancakes oder auch French Toast. Aber die größte Zeit ist eben Smoothie oder Shake oder Porridge Time. Und deswegen seht ihr halt öfter, dass ich ja diese Produkte konsumiere, weil ich euch, wie gesagt, nichts vormachen will. Bis später. Jetzt wieder back zu Hause, Leute. Das Training habe ich nicht abgefilmt. Ich werde demnächst mal auf jeden Fall ja was Trainingsmäßiges für euch abfilmen. Schaut mal, es ist schon übelst dunkel. Wir haben gerade mal 4 Uhr und keine Ahnung, man muss hier überall die Lichter anmachen. Ich wollte eigentlich was Cooles kochen, aber ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Deswegen muss ich jetzt wieder einen Eiweißshake trinken. Mach mir aber definitiv ein bisschen Gemüse. Also schnell in die Mikrowelle. Keine Angst vor der Mikrowelle, da gehen jetzt keine Mikros oder sonstiges verloren. Ne? Mikrowelle. Ist gut für die Mikros, ne? Sagt der Name ja schon. Und yes, also ich mache mir jetzt ein bisschen Brokkoli und einen Eiweißshake für Meal Nummer 2. Vielleicht noch eine Banane oder sonstiges. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeitdruck und deswegen jetzt diese schnelle Mahlzeit. Also man kann sogar sich relativ gut ernähren, ne? Und gar nicht kochen. Es geht. Ist halt nur ein bisschen doof, weil man halt die ganze Zeit nur irgendwie Eiweißpulver trinkt. Aber gut, dafür gibt es abends umso mehr. So, Brokkoli am Start. Übrigens gibt es voll die Unterschiede beim Brokkoli. Das ist jetzt der Brokkoli vom Aldi, hier, also der hier. Und der schmeckt viel besser als zum Beispiel der Brokkoli vom Edeka. Ohne Witz, probiert's aus. Das gönne ich mir jetzt hier. Und zwar kommt das hier rein, ja, in so eine Porzellanschale. So, machen wir mal ein bisschen rein hier. Und jetzt kommt nur ein bisschen Wasser, ein Ticken, ne? Bisschen, das reicht schon, das reicht. Je mehr Wasser hier reintut, desto mehr Mikros gehen verloren. No Bro Science. Und jetzt kommt einfach ein Deckel drauf. Ja? Das Ganze hier kommt in die Mikrowelle. Und zwar 6 Minuten reicht schon bei voller Hitze, voller Wattzahl, was auch immer. Ich glaube, das Ding hat bei uns hier 1000 Watt oder so, keine Ahnung. Zack, 6 Minuten. Und so einfach geht es. Also so einfach kann man sich Gemüse machen. Wer wirklich sagt, er kriegt sein Gemüse nicht rein, der will es einfach nicht. Weil es hat jetzt gerade 10 Sekunden gedauert und ich habe es sogar gefilmt. Also wenn man das jetzt nicht filmen würde, würde es noch schneller gehen. Und jetzt mache ich mir noch einen Eiweißshake, gönne mir vielleicht eine Banane. Prost, Leute. Der gute alte Post-Workout-Shake. Früher immer direkt nach dem Training mit 50 Gramm Dextrose mir reingeballert. Eines der Gründe, warum ich so fett geworden bin. Es waren ja immer, keine Ahnung, mindestens 50 Gramm, manchmal auch sogar 80 Gramm. 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das heißt eigentlich auch fast schon 100 Gramm. Und das sind easy mal 400 Kalorien. Plus nochmal, ja, 50 Gramm Eiweiß oder so. 600 Kalorien. Und hier, kennt ihr die hier? Die sind richtig lecker. Ofenchips mit richtig guten Nährwerten. Nur 9 Gramm Fett. Läuft. ...1,1 Kilo Pommes. Läuft! Ready, ready, ready. 1,1 Kilo Pommes. Lecker. Zusammen mit 500 Gramm Magerquark als Dip läuft 1,5 Kilo Gains. 1,6 sogar. Leute, irgendwie habe ich voll Lust auf Toastbrote. Also ganz normale Toastbrote mit Käse, mit verschiedensten Sachen drauf, Marmelade etc. pp. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Und ich glaube, das gönne ich mir jetzt auch einfach. Einfach mal Toast. Heute mal keine Pizzen, kein Sushi oder sonstiges, sondern einfach wie ein normaler Mensch Abendbrot. Ja, die meisten Menschen essen ja abends Brot und ja, als Sportler tendiert man dazu ja meistens ja, was anderes zu essen. Aber ich habe heute Bock auf Brot. Deswegen gönne ich mir gleich ein paar Toasts. Let's go. Nächste Mahlzeit ein paar Toasts und ein BCAA-Shake. Guten Appetit. Guten Morgen, Leute. Gestern gab es noch ein bisschen was zum Snacken. Und zwar 2 Bananen, 2 Magnum Mini Double Chocolate und 100 Gramm von diesen Ofenchips. War so ein bisschen Reste essen, ja, weil ich hatte noch 2 Eis im Kühlschrank. Ich hatte noch
ja, die Bananen hier, ich hatte den Kürbis schon vor lange hier und deswegen dachte ich mir, ey, ich muss endlich mal wieder Hokkaido-Pommes machen oder Hokkaido, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gestern noch relativ spät geworden, deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Ich hatte extrem viel zu tun mit dem Muskelpedia. Ich musste noch einige Skripte schreiben für kommende Videos etc. pp. Also war auf jeden Fall viel zu tun und die Makros wollte ich euch auf jeden Fall noch von gestern präsentieren. Und zwar, wir hatten 405 Gramm Carbs, 188 Gramm Eiweiß und 81 Gramm Fett, knapp 40 Gramm Ballaststoffe. So Leute, das war's mit dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Fragen wie immer in die Comments. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.